Vielen Dank, Susanne Daubner, an die Tagesschau. Und liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Eine neue Live nach 9 Woche. Wir sind draußen. Und darüber freuen wir uns sehr. Und ich musste Anne gerade schon das Handy wegnehmen. Die hat schon wieder den ganzen... Hallo? Nein, Spaß. Aber Sie kennen das auch, vielleicht am Arbeitsplatz hier. Bei uns ist jetzt natürlich auch Handyverbot. Da wird nicht parallel gedaddelt. Wir sind natürlich jetzt nur für Sie live da. Aber man muss es dazu sagen. Man muss es dazu sagen. Und ich finde auch, allein zu Hause das Handyverbot durchzusetzen, ist mitunter schwierig. Also bei uns gilt zumindest beim Essen, legen wir die Dinger mal weg, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Ist ja auch mal eine gute Alternative. Ja. Aber gar nicht so einfach. So, ist ja irgendwie jeder immer dran. Und das haben wir ja letzte Woche bei Live nach 9 auch schon erfahren, dass, dass dieser ständige Handykonsum auch gesundheitliche Auswirkungen haben kann. Wir haben das noch mal im Bild, da können wir Ihnen das zeigen. Es gibt quasi den Handyknochen. Also unser Skelett verändert sich, weil wir die ganze Zeit quasi den Nacken nach vorne beugen und ins Handy schauen. Und dann ist plötzlich passiert dann das hier. Das hier. Ne? Und dann ist das irgendwann wirklich im Körper so richtig, sich da so breit gemacht, ja, diese Bewegung. Nicht schön. Nicht besonders schön. Und in einem Burger-Restaurant in Dortmund, da geht man jetzt einen ganz konsequenten Weg. Denn dort gibt es schlicht ein Handyverbot. Hat der Restaurantbesitzer vor 2 Jahren einfach mal so verhängt. Und wir sind gespannt, ob da noch Kundschaft kommt. Normalerweise ist es in Friedchens Pommesbude wichtig, dass hier alle satt werden. Die Portionen sind üppig, die Stimmung locker. Nur bei einer Sache verstehen sie hier keinen Spaß. Vor 2 Jahren ging Kai Freda das ständige Telefonieren der Gäste auf die Nerven. Seitdem herrscht hier ein Handyverbot und das ist nur schwer zu übersehen. Ausgelöst hat das alles ein Pärchen. Die saßen beide mit ihren beiden Handys da. Wenn ich ging, habe ich ihn weggenommen und gesagt, so, jetzt unterhaltet euch mal. Ja, haben sie mich erst ganz doof angeguckt. Und nach 10 Minuten, wo ich wiederkam, saßen sie Hand in Hand da. Und da haben die beiden zu mir gesagt, macht hier ein Handyverbot, das ist super. Der befürchtete Gästeeinbruch blieb aus. Ganz im Gegenteil, Familie Wiechmann kommt genau deshalb hierher. Einmal kein nerviges Gedaddel am Nebentisch und vom eigenen Sohn. Also mir könnte das mehrere Orte geben, wo das so ist. Also ich würde mir das voll zu Hause manchmal wünschen. Finde ich eigentlich ziemlich gut, weil dann ist man halt nicht so abgelenkt beim Essen. Und so zu Hause würde ich mir das jetzt eher nicht wünschen. Kai Freda ist das Herz des Ladens. Die Gäste werden von ihm grundsätzlich geduzt. Aber er duldet keine Ausnahme, was das Handy angeht. Dabei muss er das Verbot eher bei den älteren Leuten durchsetzen. Das ist schon komisch für die, wenn dann jetzt einer kommt und sagt, pass mal auf, ihr dürft das nicht. Die Jüngeren sagen einfach, alles klar, ich pack das Handy weg. Aber die Älteren, das funktioniert, mit denen haben wir dann sehr, sehr Schwierigkeiten. Aber man kann alles regeln. Nur Fotos vom Essen sind erlaubt. Stammgast Jörn Fischer weiß das zu schätzen. Die Menschheit hat verlernt, miteinander zu reden. Und vor allen Dingen Menschen lernen von Menschen, wenn sie sich unterhalten. Menschen lernen vom Handy relativ wenig. Und deswegen finde ich es unheimlich schön. Und wem das nicht passt, der sollte vielleicht besser woanders essen gehen. Ja. Scheint zu funktionieren. Vielleicht wollen aber gerade deshalb dann viele auch da essen. Ich finde das eine super Idee. Und die eine Dame hat es gerade gesagt, sie wünscht sich das an mehreren Orten mit dem Handyverbot. Ich fände das auch gut. Im Freibad, das haben Sie jetzt vielleicht auch erlebt, wenn es so schön warm ist, alle, oder sehr viele zumindest, daddeln. Oder auf dem Spielplatz ja auch. Die Eltern gucken teilweise nur aufs Handy und achten gar nicht aufs Kind. Ich behaupte, ganz vielen könnte man das Kind einfach mal so weglocken. Oh Gott. Und die würden es vielleicht gar nicht mal merken oder zu spät. Also ich meine, andererseits finde ich es auch verführerisch, wenn die Kinder schon ein bisschen größer sind und da steht eine schöne Bank, auf die man sich so ein bisschen flitzen kann und dann einfach mal so im Smartphone gucken. Ich kann mich da nicht ganz von freisprechen, bin ich ganz, ganz ehrlich. Aber trotzdem ist es nicht besonders gut. Mhm. Aber über Spielplätze wollen wir jetzt auch sprechen. Ne? Es ist die Situation, also wir haben bei uns um die Ecke, habe ja einen kleinen Sohn, da gibt es so ein ganz altes Gerüst, 2 Schaukeln dran, eine Rutsche. Und da sind dann abends auch immer mal wieder die Jugendlichen. Geht ihr da die oft dann, hin? Ja, also er rutscht halt gerne. Mhm. Ne? Und wir haben jetzt keine eigene Rutsche. Und deswegen möchte der da hin. Das geht auch noch, aber ne, abends dann die Jugendlichen, die dann da auch mal einen trinken. Also da ist dann auch mal ein bisschen Müll angesagt. Ist nicht so eine tolle Atmosphäre, ne? Spielplätze bei uns in Deutschland. Ja, da gibt es großen Nachholbedarf. Die meisten sehen nämlich eher aus wie schlichte Müllkippen. Und dass es anders geht, das sehen wir aber auch.
In den Bauch eines Schwans schlüpfen oder von der Schulter eines Bären rutschen. Unsere Nachbarn aus Skandinavien bringen Spielplätze mit Geld und Fantasie auf ein völlig neues Level. Und so sehen viele unserer Spielplätze aus. Vermüllt, verwahrlost und kaputt. Hier die drei größten Probleme. Nummer 1, der Müll. Übervolle Mülleimer, leere Schnapsflaschen, Unrat, wohin man schaut. Ein ganz normaler Montagmorgen auf einem Spielplatz. Davor hat auch Anna Hofer Angst. Sie ist Mutter eines 2-jährigen Sohnes. Für sie beginnt jeder Spielplatzbesuch mit Müllsammeln. Also das Allerschlimmste finde ich einfach sind die Scherben, weil das ist einfach so gefährlich. Gerade kleine Kinder nehmen alles in den Mund, fassen alles an, sind barfuß im Sand. Und was das für Verletzungen mit sich bringen kann, das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Und das möchte keine Mama erleben. Wir wollen uns selbst ein Bild machen, sammeln 30 Minuten lang Müll auf einem weiteren Spielplatz. Die Ausbeute, vom Trinkpäckchen bis zu gefährlichen Kippen, ist alles dabei. Hier müllt offenbar klein und groß. Die wachsenden Müllberge auf Spielplätzen sieht Claudia Neumann vom Deutschen Kinderhilfswerk mit Sorge. Das liegt teilweise daran, dass Spielplätze einfach von vielen als Treffpunkte genutzt werden, die dafür gar nicht ausgelegt sind. Also vielfach wird auch abends einfach auf Spielplätzen gefeiert. Hier halten sich Leute auf, die sich hier nicht aufhalten sollten. Aber auch die Nutzer selber auf dem Spielplatz haben nicht unbedingt immer so das Bewusstsein dafür, hier Ordnung zu halten. Und die haben nicht unbedingt das Gefühl dafür, was sie den Kindern damit eigentlich auch antun. Auch auf diesem Spielplatz hätte man gern Personal für eine zusätzliche Müllpatrouille. Doch die können sich die Städte nicht leisten. Wir haben mal überschlagen. Wenn 2 zusätzliche Mitarbeiter täglich auf Müllstreife gehen, sind das im Jahr über 10.000 Arbeitsstunden. Dafür müssten 6,5 neue Stellen geschaffen werden. Kosten mehr als 400.000 Euro. Problem Nummer 2: die Sicherheit. Ein defekter Kletterturm hinterm Bauzaun. Der neueste Trend, wenn Städte mit Reparaturen nicht nachkommen. Leider keine Seltenheit. Fakt ist, Spielgeräte sind richtig teuer. So kostet etwa eine einfache Wippe schnell mal 1.200 Euro, eine Schaukel 2.000 Euro und eine simple Rutsche 4.500 Euro. Mit Montage können das schnell 15.000 bis 20.000 Euro werden. In einer großen Umfrage haben wir fast 400 Städte und Gemeinden nach ihrem Spielplatzetat gefragt. Die Spanne ist riesig und reicht von 2.000 bis fast 8 Millionen Euro. Problem Nummer 3: der mangelnde Platz in den Städten. Wut bei den Eltern, weil marode Spielplätze gleich ganz abgebaut statt saniert werden. Das Argument vieler Städte: demografischer Wandel. Statt Spielplätze bräuchte man Wohnraum. Fakt ist, die Gesellschaft wird älter. Es gibt deutlich weniger Kinder hier grün im Bild als noch vor 50 Jahren. Bleibt die Schaukel leer, werden Spielplätze abgebaut und die Fläche anderweitig genutzt. Das ist, denke ich mal, sehr fatal, weil wenn eine Fläche einmal weg ist und bebaut ist, dann bekommt die Kommune sie so schnell nicht wieder. Was ist die Lösung? Vom Wackelkasper bis zur Abenteuerbrücke, der Spielplatz der Zukunft ist eine Naherholungsfläche für alle Altersstufen. Das simple Konzept? Wenige, dafür schöne, gepflegte Plätze mit Grünanlagen und intakten Geräten. Außerdem wichtig, das Einbinden von Senioren. Während diese ihre Fitness trainieren, spielen die Enkel gleich nebenan. Oder Gartenspielplatz mitten in der Stadt. Spielend kann man hier die Natur entdecken. Auch diese Spielplätze kosten Geld. Aber wenn die Städte ihre Plätze innovativ und abwechslungsreich gestalten, können diese eine echte Bereicherung für Jung und Alt sein. Ja, und wenn Sie jetzt sagen, der Spielplatz bei mir um die Ecke ist ein richtiges Gegenbeispiel, da ist es wunderschön, ich gehe gerne mit meinen Kindern dorthin. Vielmehr noch, mein Heimatdorf ist absolut spitze. Ich lebe aus Überzeugung hier und wirklich bewusst auf dem Land, in der ländlichen Region, dann sind wir mittendrin in unserem Thema der Woche. Es geht nämlich um das Dorf, um das Heimatdorf und warum Dorfleben offenbar wieder in ist. Ja, wir gehen aufs Land sozusagen und das hat natürlich auch alles einen Grund. Der Bundeswettbewerb Unser Dorf
hat Zukunft. 30 Landessieger haben sich qualifiziert und jetzt geht's in die heiße Phase. Also diese Woche wird dann quasi ausgewählt, wer gewinnt. Am Donnerstag werden die Gewinner gekürt und die dürfen sich dann Bundesgolddorf nennen. Ja, das ist schon ein Titel, der hat was. Und wenn Sie mitmachen wollen bei uns und uns erzählen wollen, warum Ihr Dorf besonders schön ist und warum Sie da so drauf abfahren, dann sind Sie natürlich herzlich willkommen. Als erstes haben wir aber jetzt Julius Jacobi, der weiß ganz genau, warum sein Heimatort Körbecke in Ostwestfalen einfach ein Ort ist, an dem es sich zu leben lohnt. Der ist nämlich ganz bewusst nach einem kurzen Ausflug in die Großstadt wieder ganz gerne kurz zurückgekommen in die Heimat auf den heimischen Biohof und erzählt uns jetzt warum. Ursprünglich hatte ich immer das Gefühl, hier mein Leben auf dem Dorf ist sehr einseitig. Irgendwie, es gibt nur ein paar Leute, mit denen man was zu tun hat und man hat nicht viele Möglichkeiten. Ich bin hier auf meinem elterlichen Betrieb aufgewachsen, in dem 650 Seelendorf Körbecke. Also ich hatte nach dem Abi eigentlich die klare Vorstellung, ich ziehe in eine Stadt und habe dann ein freiwilliges Jahr gemacht in Berlin. Es war tatsächlich irgendwie, dass ich da nie so richtig Fuß gefasst habe. Berlin hat irgendwie eine extreme Schnelligkeit. Also es war immer, wenn ich in Berlin unterwegs war, was weiß ich, in der S-Bahn oder so, man ging immer gleich drei Schritte schneller. Und das war dann natürlich auch ein gewisser Stress. Da habe ich dann gemerkt, Mensch, wie konntest du eigentlich in Berlin wohnen? Hier auf dem Land macht es dir doch viel mehr Freude. Und irgendwie hatte ich jeden Tag gute Laune, weil ich einfach draußen war und mich viel bewegen konnte. Auch einfach die Dorfgemeinschaft. Da ist einfach eine große Bereitschaft des Zusammenhalts und sich gegenseitig zu helfen, wenn es beim anderen drückt. Und in der Stadt, da kennt man nicht mal den Nachbarn, der direkt über einem wohnt. Also das macht schon einen Riesenunterschied. Der Wald, der Acker, die ganzen Tiere, die Vielfalt einfach, die die Natur bietet. Das macht mir jedes Mal wieder Freude, das zu leben und das will ich nicht mehr missen. Ja, und wenn Sie auch sagen, boah, ich wohne auch auf dem Dorf und es ist so schön, dann sagen Sie uns das, teilen Sie uns das mit. Wir möchten das gerne wissen. Es ist jetzt alles eingeblendet, worüber Sie uns erreichen können. Und dann werden wir die ein oder andere Geschichte heute noch erzählen. Wir sind gespannt. Und ich habe dir was mitgebracht, Marco. Ja. Mach mal bitte einmal den Fühltest. Das ist ein Handtuch von uns, boah, zu Hause. Ja, das ist schon, also... Ist nur was für die Harten. Es blieb auch mal stehen, so hart war das. Aber ich bin ganz ehrlich, wir stehen da drauf. Also nach dem Duschen hat man direkt den Peeling-Effekt. Dann Weichspüler ist bei uns tabu. Wie ist es bei euch? Ja, also das wäre mir jetzt, da hast du ja gleich das Peeling schon inklusive. Ja, ja, sag ich. Also ich mag das schon ein bisschen weicher, aber Weichspüler, das benutze ich schon ewig nicht mehr. Und wir haben ja auch irgendwie ein kleines Kind zu Hause, da ist es dann, man hört das ja immer mit den Duftstoffen, ist man dann so ein bisschen skeptisch und das ist ja dann auch gar nicht so dumm. Mhm. Und ich behaupte, Sie werden sich auch die Frage stellen, ob Sie weiterhin Weichspüler benutzen, wenn Sie die Ergebnisse unseres Checks sehen. Weil Weichspüler macht zwar die Wäsche weich, das Ergebnis des Checks ist aber eher hart. So wie dein Handtuch. Ja, ja. Definitiv. Weich und mild. Blütentraum. Edle französische Parfums. Die Hersteller von Weichspülern werben mit Luxus und der Frische aus der Natur. Und den Kunden gefällt's. Benutzen Sie Weichspüler zu Hause? Ab und zu mal. Ja. Für was? Für Pullis und Handtücher. Dass man halt so einen Duft hat, dass, wenn die Waschmaschine mal stinkt, die Wäsche nicht direkt so riecht. Ja, es riecht besser, die Wäsche, und ist tatsächlich weicher. Doch was steckt eigentlich drin im Weichspüler? Was macht die Wäsche so weich? Das wollen wir von Umweltwissenschaftler Philipp Held von der Verbraucherzentrale wissen. Kationische Tenside, die werden teilweise auch aus tierischen Fetten, also aus Schlachtabfällen hergestellt, eigentlich ziemlich unästhetisch und gerade für Vegetarier und Veganer auch wichtig zu wissen. Die tierischen Abfälle sind ein Hauptbestandteil der Weichspüler. Der Talg legt sich wie ein Mantel um die Wäschefasern und macht sie weich und geschmeidig. Kuschelige Wäsche mit Ekelfaktor? Guten Appetit. Wenn ich das gewusst hätte. Wenn das jeder wüsste direkt so oder wenn das draufstehen würde, dann würde das, glaube ich, weniger Leute kaufen. Aber macht die Wäsche trotzdem weich? Weich schon. Doch bleiben die Handtücher auch saugfähig? In der Mainzer Fußgängerzone machen wir einen Test. Handtücher einmal mit und einmal ohne Weichspüler gewaschen.
Außerdem Gefäße mit jeweils 1,5 Litern Wasser. Welches Handtuch saugt mehr auf? Schnell wird deutlich, dass es hier große Unterschiede gibt. Wir messen nach. Das Weichspülerhandtuch hat eindeutig weniger Wasser aufgesaugt. Doch auch in der Waschmaschine hinterlässt der Talg seine unangenehmen Spuren. Man hat also so einen kleinen schmierigen Film an Weichspüler dann auch überall an den Waschtrommeln und den Wänden der Waschmaschine haften, in den Rohren. Das kann eben dazu führen, dass sich da auch leichter Biofilm anheftet, also dass dort Bakterien wachsen. Und wenn man diesen Biofilm häufig feucht hält, weil man sehr regelmäßig wäscht, dann kann das eben auch zu Geruch in der Waschmaschine führen. Und tatsächlich, ein Blick in die Schublade einer Waschmaschine, die regelmäßig mit Weichspüler gefüllt wird, zeigt es deutlich. Biofilm mit Pilzen und Bakterien. Doch tierische Abfälle sind längst nicht alles. Wir bringen unsere Produkte zum Umweltbundesamt nach Berlin. Dort nimmt Toxikologin Marike Colossa die Produkte ganz genau unter die Lupe. Vor allen Dingen sind das eben allergieauslösende Stoffe, die entweder als Duftstoff oder als Konservierungsmittel eingesetzt werden. Die hauptsächliche Reaktion, die ich erwarten würde, sind eben quasi Hautreaktionen, Kontaktdermatitis, Allergien, womöglich auch Reizungen. Einen der angegebenen Inhaltsstoffe hält sie dabei sogar für gefährlich. In einem der Produkte ist auch ein Duftstoff als vermutlich fortpflanzungsschädigend deklariert. Hinter Butylphenylmethylpropional steckt der Duftstoff Lilial. Und der hat sich bei Tierversuchen als fortpflanzungsgefährdend erwiesen. Warum wird so etwas in Weichspülern verwendet? Das wollen wir vom Hersteller des Produkts Kuschelweich wissen. Hier heißt es: Wir haben in Abstimmung mit den Parfümhäusern schon nach Bekanntwerden der neuen Sachlage begonnen, die betroffenen Parfümierungen zu überarbeiten. In der nächsten Zeit werden wir damit auf den Markt kommen. Einfluss auf die männliche Fruchtbarkeit, Allergien, eine müffelnde Waschmaschine und Handtücher, die weniger Feuchtigkeit aufnehmen. Wozu braucht man dann Weichspüler eigentlich? Na, aus meiner Sicht sind das gut verzichtbare Produkte oder wir würden sagen Produkte mit fragwürdigem Nutzen. Darum besser auf Weichspüler verzichten. Denn die Inhaltsstoffe können nicht nur uns Menschen belasten, sondern auch unsere Umwelt. Ja, und falls Sie noch Weichspüler benutzen, dann überlegen Sie vielleicht, ob Sie das jetzt immer noch tun. Und wir sprechen über eine Pflanze, die es mindestens genauso in sich hat. Und wir sind froh, dass sie nicht hier im Garten ist. Und wir dran vorbeischrammeln. Der Riesenbärenklau, der sieht erstmal ganz schön aus, aber der kann für uns Menschen ganz schön gefährlich werden. Hm. Vor allen Dingen wächst er überall dort, wo wir in der Regel unterwegs sind, gerade wenn das Wetter wärmer ist im Sommer. Ich habe das selbst erlebt. Ich war am Rothaar-Radweg unterwegs und auch an den Stellen, wo man so nah ans Wasser gehen kann und auch viel mit Kindern unterwegs ist, da sprießt er aus dem Boden und er ist ungelogen überkopfgroß und wirkt relativ harmlos. Ja, und jetzt gab es einen Fall in Düsseldorf, so ein ganz klassischer, ein Junge, geht raus in die Natur, wie das Jungs so machen und spielt, kommt mit diesem riesen Bärenklau in Berührung und erleidet dann leider schwere Verbrennungen. Was für eine Pracht. 80.000 Einzelblüten an nur einer Pflanze. Der Riesenbärenklau ist bis zu 3 Meter hoch und eine Schönheit am Wegesrand. Trotzdem muss er weg. Und zwar ganz dringend. Mit der Sense. Denn der Riesenbärenklau ist eine Gesundheitsgefahr für Spaziergänger. So wie für Leon aus Düsseldorf. Der Junge liebt es, in der Natur Blätter zu sammeln. Aber er hatte keine Ahnung, dass es welche gibt, an denen man sich ernsthaft die Finger verbrennt. Das brennt. Das hat an der Hand Blasen gemacht. Man sieht noch die Umrisse davon. Verbrennungen zweiten Grades an Leons Hand. Allerdings brennt es nicht sofort beim Riesenbärenklau. Das ist das Tückische. Der Saft in Blättern, Stängel und Wurzel ist phototoxisch. Die milchige Flüssigkeit ist wie eine Zeitbombe. Sie aktiviert sich erst, wenn die Sonne länger auf die infizierte Haut scheint. Leon merkte beim Blättersammeln deshalb erstmal gar nichts. Am ersten Abend hat Leon sich nur darüber beschwert, dass die Hand ihm brennt. Gesehen hat man aber eigentlich gar nichts.
Und im Laufe des Folgetages haben sich rote Quaddeln gebildet, die auch der Kinderarzt erstmal nur als allergische Reaktion eigentlich gedeutet hatte. Noch einen Tag später sieht Leons Hand aus, als hätte er in Säure gefasst. Die Mutter teilt das Foto in den sozialen Netzwerken und eine andere Mutter gibt den entscheidenden Hinweis: Riesenbärenklau. Wie wird man die tückische Pflanze am besten los? Diese Frage stellt man sich mittlerweile in ganz NRW. Ausgerüstet mit Sensespaten und Säureschutzhandschuhen ziehen diese Freiwilligen an der Sieg in den Kampf. Ehrenamtlich schlagen Frank Gehrig und seine Kumpels vom Angelverein Eidorf bei Wind und Wetter die Wurzeln aus der Erde. Die Männer sorgen sich nicht nur wegen der Verbrennungsgefahr um Spaziergänger und spielende Kinder. Wenn der Stängel abgeschnitten wird, dann sondert die ein Gas ab. Und dieses Gas bewirkt Herzstillstand, Atemprobleme, Verätzungen der Lungenwege. Also kann lebensbedrohlich sein. Die Kinder, die hier an der Sieg spielen, da machen die aus diesem Stängel so eine Art Blockflöte. Und die dann am Mund haut und fangen dann hier an, so, da gibt ihr diese Töne dann. Und da sie sich dann aber total verätzen damit und die Lungen beschädigen, das wird nicht damit bedacht. Woher auch? Weiß ja keiner. Die Freiwilligen kommen so regelmäßig, dass sie die Pflanzen klein halten können. Das verringert das Risiko, sich bei der Arbeit zu verletzen. Hunderte Pflanzen beseitigen sie pro Einsatz, viele tausend im Jahr. Wichtig ist, den Vegetationskegel zu durchtrennen, damit die Wurzel abstirbt. Trotzdem bleibt es ein Wettlauf gegen die Natur. Denn die Pflanze vermehrt sich wie verrückt. Das hat leider keiner geahnt, als sie in den 50er Jahren aus dem Kaukasus importiert wurde, als Bienenweide und um Böschungen zu befestigen. Es ist eine Herkulesarbeit, die sie da machen. Und das sogar im wörtlichen Sinn. Denn der zweite Name des Riesenbärenklaus lautet Herkulesstaude. Like you. Ja, also nicht nur an den Ufern der Seen und der Gewässer muss zwischendurch mal aufgeräumt und gemäht werden, sondern wir gucken jetzt mal ins Wasser, denn auch da ist im Sommer mal Mähen angesagt. Ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht auch schon mal erlebt haben. Man geht schwimmen in seinem Lieblingssee und plötzlich schlingt sich was um die Beine. Das ist eher unangenehm und das ist dann eine Schlingpflanze. Algen sind auch oft ein Problem. Und unser Reporter Tobias Häusler, der ist für uns in Essen im Einsatz. Tobi, da geht's auch drum, heute im Wasser zu mähen. Heißt das, du musst auch rein? Ich weiß, das ist dein größter Traum, dass ich jetzt hier mit nacktem Oberkörper wie David Hasselhoff reinspringe und mit der Hand die Pflanzen rausreiße. Nein, ich habe Hilfe. Nicht nur Frau Wiegnold, zu der ich gleich noch komme und sie vorstelle, sondern diesen Panzer, ein Säuberungspanzer da hinten. Wir sind in Essen am Nierfeldsee. Das ist ein künstlich angelegter See. Ich sag mal so, der Beton um diesen See herum, der deutet das schon an. Frau Wiegnold, guten Morgen. Ihnen gehört der Truxor 5000. Was ist das für eine Maschine? Kommen Sie gerne ein bisschen näher. Ja, das ist also ein Amphibienfahrzeug. Und dafür haben wir die Möglichkeit, die Pflanzen halt aus dem See zu entfernen. Es kann fahren, es kann schwimmen. Was kann es noch? Ja, es kann fahren auf dem Wasser, einmal mit dem Kettenantrieb, wie wir da auch sehen. Wir haben auch einen Propeller dafür, damit man eine höhere Geschwindigkeit erreichen kann. Und ja, was kann man... Mir reicht es schon. Ehrlich gesagt haben Sie, Frau Wiegnold, und Ihre ganze Firma heute leichtes Spiel, denn ich habe Vorarbeit geleistet. Heute Morgen, ich weiß, man darf dieses Fahrzeug nicht ohne Zulassung, Führerschein und ein bisschen Übung fahren. Aber nicht mit mir. Ich war ein bisschen penetrant. Ich war überzeugend. Nein, ich war penetrant und ich habe die Erlaubnis bekommen heute Morgen. Ich hatte eine kleine Einweisung, natürlich, Entschuldigung, darauf bestehen wir. Eine kleine Einweisung hatte ich natürlich. Und ab da hatte ich Spaß auf dieser Maschine. Ich muss sagen, die ist unglaublich sensibel zu steuern. Das ist gar nicht so ein Panzer, wie man glauben mag, sondern das ist ganz, ganz, ganz leicht mit dem Joystick anzutippen. Ja, das ist hydraulisch gesteuert, ist die Maschine. Ja. Und dadurch ist halt die Handhabung sehr, sehr einfach. Ja. Und man hat also einen Mitarbeiter, der sonst nicht auf der Maschine fährt, der hatte vorige Tage die Gelegenheit, auch mal drauf zu fahren. Ja. Und der meinte, das wäre ja wie Urlaub auf der Maschine, als die normale Arbeit halt. Ne? Was holen Sie genau für Pflanzen raus? Wir holen also Elodea raus, zum Beispiel im Baldener See. Ja. Hier haben wir das ährige Tausendblatt, was wir hier rausholen. Ja. Und das halt... Schwimmpflanzen, was halt im Prinzip, wo die Pflanzen zu viel im Wasser sind, müssen wir sie halt entsorgen.
und rausholen, damit das ökologische Gleichgewicht im Wasser erhalten bleibt. Das ist sie hier, ja? Das ist diese Pflanze. Was macht die Pflanze jetzt so gefährlich? Sie sieht relativ harmlos aus, sie bewegt sich ja auch kaum noch. Ja, dann haben wir dafür gesorgt, dass sie sich nicht mehr bewegt, genau. Nein, das gefährlich ist es im Prinzip nicht. Ich meine, wenn da jetzt Schwimmer reinkommen, die können sich drin verfangen und dann hat man halt ein Problem. Aber da der See ja künstlich angelegt worden ist, muss man ja auch sehen, dass das Gleichgewicht erhalten bleibt. Und deswegen werden die Pflanzen rausgenommen, auch nicht alle, sondern die Pflanzen geben ja auch dem Wasser Sauerstoff. Und dass halt das ganze Ökosystem funktionieren kann. Ich habe schon gehört, Sie versuchen die Pflanzen mit den Wurzeln gemeinsam rauszuholen. Ich gebe Ihnen mal einen kleinen Geschäftstipp, einen wirtschaftlichen Tipp. Lassen Sie immer so ein paar Wurzeln drin, dann haben Sie nächstes Jahr wieder was zu tun, Frau Wiegner. Ja, das wäre ja ganz schön. Man muss ja auch gucken, es ist ja nicht nur die Wurzeln, die drin bleiben, kommt auf die Temperatur drauf an, welche Wasserqualität, ob das alles dicht ist oder ob das klares Wasser ist und so. Und von daher, wir werden schon Arbeit haben, da bin ich mir schon sicher. Ja, Arbeit und ein bisschen Krach, der Drucksack kommt immer näher. Was holen Sie denn sonst noch so raus? Hatten Sie schon mal ganz negative oder besondere Überraschungen? Also Überraschungen sind das nicht. Wenn man jetzt, sagen wir mal, stadtnah die Seen reinigt, dann hat man öfter schon mal Einkaufswagen da drin. Oder Einkaufswagen drin oder auch Golfbälle, Wasserkästen, Golfbälle. Golfbälle auch, das ist klar. Das ist schon mal eine schöne Andeutung darauf, was Sie ansonsten noch so für Tätigkeitsfelder haben, denn es bleibt ja nicht bei solchen Seen. Es gibt Wasserschlossanlagen, die man reinigen kann. Es gibt eben auch die Golfplätze und diese einzelnen Seen. Gibt es Bereiche, in denen Sie besonders gerne unterwegs sind? Ja, Golfplatz ist sehr schön. Also ja, das ist eine wunderbare Umgebung und auch hier ist es sehr schön. Ich meine, wir haben das Glück, da wo das Wasser ist, ist es meistens auch eine schöne Umgebung. Da haben Sie recht, deswegen stehen Sie als Chefin ja auch gerne daneben und schauen ein bisschen zu. Sie haben auch angeboten, die Golfplätze grundsätzlich von Golfbällen zu befreien, das wollten die nicht? Nein, weil da haben sich schon Taucher drauf spezialisiert. Die dürfen die Bälle dann behalten oder geben den... Ich muss auch übrigens auch sagen, Sie haben ja, wir haben ein paar Bilder mal von einigen Einsatzgebieten. Ich glaube, wir haben sie auch schon gesehen. Das ist ja eine spannende Tätigkeit. Ich würde Ihnen gerne noch ein bisschen helfen. Er steht ja schon, wo habe ich nicht kommen sehen. Der steht ja schon hinter mir, der Drucksor 5000. Weg mit den Zetteln. Mikrofon behalte ich in der Hand. Was kann ich tun? Ja, einmal bitte die Gabel säubern. Das ist eine typische Reporterbewegung. Ja. Mitarbeiten mit einer Hand. Ne? So kann man auch backen, schreiben und in diesem Fall, Anne, ganz ehrlich, lass mich doch hier bitte mal in Ruhe arbeiten. Ich möchte produktiver sein hier im Dienste der Weltrettung und der Säuberung dieser Seen. Ich wollte gerade sagen, ich lasse dich jetzt mal ganz in Ruhe, damit das heute noch was wird. So geht es. Vielen Dank, Tobias Häusler, live aus Essen bei der Seereinigung sozusagen. Und wir widmen uns jetzt auch der Pflanzen, aber lieber denen, die bei uns so im Garten vielleicht auf dem Balkon wachsen. Marco. Ja, und wir wollen Ihnen ein bisschen den Sommer noch nach Hause bringen mit schönen Sommerblumen. Aber ganz so einfach bekommen Sie die nicht, denn wir haben ein kleines Rätsel vorbereitet. Es geht um Sommerblumen. Hier haben wir schon mal eine kleine Auswahl. Wir zeigen Ihnen jetzt aber mal eine Sommerblume, die wir heute suchen. Und die haben wir quasi so ein bisschen, ja, wie soll man es sagen, so Memory-mäßig haben wir die ein bisschen versteckt. Wir fahren jetzt mal das Bild ab und Sie schauen mal genau drauf. Es sind immer nur quasi Ausschnitte, die dann eingeblendet werden. So, da sehen Sie das. Vielleicht kommen Sie ja jetzt schon drauf. Ich finde, das ist nicht ganz so schwer. Also, ne? Kann man erraten. Hättest du es gewusst? So. Nee, also mich kannst du die ganze Woche vergessen. Ich muss vorher jemanden anrufen, um zu ein lösen. Botaniker. Ich bin, was Blumen angeht. Ich finde die alle total schön, aber Namen. So, wenn Sie es wissen, ja, Sie können das besser als ich, dann melden Sie sich doch bitte bei uns. Ja, und wir sagen Ihnen jetzt, was wir heute Vormittag noch so vorhaben. Es gibt nämlich geballte Frauenpower. Zum Beispiel bei der Jagd. Frauen bei der Jagd, das klingt erstmal noch komisch, wir haben ja alle so ein bestimmtes Bild im Kopf, aber es gibt immer mehr, die den Jagdschein machen wollen, wie zum Beispiel Michaela Wenzel. Und die will übrigens auch aufräumen mit diesen ganzen Vorurteilen, die ja der ein oder andere dann doch hat gegen Jäger oder beziehungsweise Jägerinnen auch. Ne? Und wir haben noch eine Powerfrau, nämlich Monika Deichmann, die in Hamburg ein außergewöhnliches Café betreibt. Man kann dort nämlich, ja, das hat so einen Hauch von Venedig, habe ich gedacht, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, mit einem Boot dran entlang schippern und sich den Kuchen und den Kaffee einfach so reichen lassen. Das hat was. Da sind auch viele Promis unterwegs. Das erwartet uns gleich noch bei Live nach 9. Jetzt schauen wir erstmal auf wichtige Themen des heutigen Tages. Hier sind Nachrichten kurz und knackig. Achtung! Ordner 7 und 9!
Griechenland nach der Wahl. Party bei den Konservativen und damit Regierungswechsel. Sie haben 39,7% der Stimmen geholt. Der Wahlgewinner heißt Kyriakos Mitsotakis. Er hatte den Griechen Steuersenkungen, Arbeitsplätze und höhere Renten in Aussicht gestellt. Heute beginnt ein schwieriger, aber schöner Kampf. Das Land erhebt wieder mit Stolz das Haupt und wir krempeln die Ärmel hoch. Die neue Regierung wird hart arbeiten, gemeinsam und bescheiden, mit Respekt vor dem starken Auftrag, den uns das Volk gegeben hat. Er löst nach 4 Jahren die Regierung von Alexis Tsipras ab. Der hatte das Land aus der Krise gesteuert. Die Griechen wollten aber anscheinend was Neues. Und der Neue soll heute schon als Ministerpräsident vereidigt werden. Deutsche Bank radikal. 18.000 verlieren ihren Job. Das ist die Zahl der Vollzeitstellen, die das Geldinstitut in den nächsten Jahren weltweit streichen will. Und damit jeden 5. Arbeitsplatz. Die neue Devise im Haus lautet Kosten senken und aufs Kerngeschäft konzentrieren. Der Aufsichtsrat hatte gestern die von Konzernchef Christian Sewing vorgeschlagenen Einschnitte gebilligt. Dazu zählen auch der Komplettrückzug aus dem Aktienhandel und die Streichung der Dividende für die nächsten 2 Jahre. So soll der jahrelange Schlingerkurs der Bank endlich beendet werden. CSD-Rekordparade. 1,2 Millionen Besucher kamen gestern zur Christopher Street Day Parade nach Köln. 149 Gruppen marschierten mit, mehr als je zuvor. Bunt und stolz zeigten sich die Teilnehmer, die mit der Parade an 50 Jahre Stonewall-Proteste in New York erinnerten. Damals wehrten sich die Homosexuellen gegen Polizeischikanen. Daraus entstand später der inzwischen weltweit gefeierte Christopher Street Day, bei dem die Teilnehmer jedes Mal aufs Neue demonstrieren, dass auch sie ein Teil der Gesellschaft sind. So, und wir haben den Kampf mit der Hängematte gerade gewonnen. Mal gucken, ob wir uns am Ende auf Unentschieden einigen. Ob wir noch sitzen gleich am Ende dieser Moderation, zeigt sich in wenigen Sekunden. Wir wollen jetzt mal gedanklich mit Ihnen zu Hause auf die Jagd gehen. Ja, wenn wir uns vorstellen, jemand geht auf die Jagd, ich habe da immer das Bild eines Mannes im Kopf, der natürlich mit entsprechender Montur im Wald unterwegs ist, auf dem Hochsitz sitzt, vielleicht auch ein kleines Schnäpschen dabei hat und dann irgendwann das Wild erlegt. Jetzt drücken wir auf Stopp, spulen nochmal zurück und dann gehen wir nochmal gedanklich auf die Jagd und stellen uns vor, eine Frau im Wald mit natürlich Unterstützung einer Hündin, dann auch eine Dame und ein Gewehr. Und das ist dann doch eine ungewöhnliche Vorstellung. Ja, ich glaube, es ist wirklich so. Obwohl der Deutsche Jagdverband behauptet, es werden immer mehr Frauen, die zur Jagd gehen und sich dort ausbilden lassen. 380.000 Menschen haben einen Jagdschein in Deutschland. 7% davon sind Frauen und es werden offenbar immer mehr. Ja. Und zum Beispiel ist Michaela Wenzel aus Wandlitz eine von Frauen, die auf Jagd geht. Ja, und die hat sich in die Männerdomäne reingewagt mit ihrer Dackelhündin Resi, also geballte Frauenpower. Und die will, Wenzel will aufräumen mit diesen ganzen Vorurteilen, die es dann doch gibt gegen Jägerinnen und Jäger. Michaela Wenzel gibt sich gerade als weibliches Reh aus. Mit den Lauten will sie wilde Waldbewohner vom Revier ins Visier locken. Die 27-Jährige ist heute in Neuholland in der Nähe von Wandlitz auf der Jagd. Ein eigenes Revier hat sie noch nicht, dafür aber eine treue Jagdpartnerin, Dackelhündin Resi. Was mir an der Jagd wirklich sehr, sehr gut gefällt, ist einfach diese Ruhe. Also man ist Teil der Natur, man sitzt draußen, es ist mein Ruhepol und es ist unglaublich faszinierend, auch das Wild zu beobachten, es nicht zu erlegen. Klar, das ist ein Teil unseres Handwerks, aber das große Handwerk oder die Hauptprämisse bei uns Jägern ist die Hege und Pflege des Wildes. Nicht jeder ist Fan dieses Handwerks, aber Skepsis begegnet die Forstwirtin souverän. Abneigung habe ich bis jetzt noch nicht großartig erfahren, wenn dann immer wirklich Interesse. Am allerwichtigsten ist mir auch diesen Gang in die Öffentlichkeit. Die Leute sollen halt wissen, was wir machen und nicht nur denken, da sind die, die Tiere totschießen, sondern wir machen halt auch viel, viel mehr, auch im Bereich Naturschutz. Und bei all dem bleibt auch viel Zeit für Ruhe und Beobachtungen. Wild lässt gern auf sich warten. Michaela hat schon mit 19 den Jagdschein gemacht. Das Jagen ist für sie mehr als nur ein Hobby geworden. Ich habe meinen Blickwinkel
aufs Essen zum Beispiel verändert. Also ich versuche so wenig wie möglich Fleisch zu kaufen, wo ich nicht weiß, wo es herkommt. Und ja, man hat mehr Vertrauen in sich selber, weil man ist sehr viel alleine, man muss selbstständig arbeiten und halt alles wirklich auch alleine machen. Die Entscheidung selbstständig treffen, ist dieses Tier jetzt das, was ich erlegen will? Als junge Jägerin musste sich Michaela erstmal behaupten. Jagen galt eher als Männersache. Da war ich zu einer Drückjagd eingeladen und habe dann auch eine Ricke erlegen können. Und als ich dann auf den Streckenplatz kam, das ist der Platz, wo sich alle Jäger nach der Jagd sammeln und das Wild dann zur letzten Ehrung nochmal hingelegt wird, da kamen dann natürlich auch gleich die alten Jäger, also wirklich die richtig alten Jäger, und haben dann erstmal geguckt, saß denn der Schuss richtig und hat sie richtig aufgebrochen und alles Mögliche. Und dann wurde anfangs erst noch gedacht, dass das ein Kollege geschossen hätte. Und als der dann aber gesagt hat, nein, das war die junge Dame hier, da haben sie aber schon komisch geguckt und haben sie es nochmal richtig unter die Lupe genommen. Auch in ihrer Bernauer Wohnung wird schnell klar, Jagen ist ihre Leidenschaft. Wichtig ist Michaela, dass alles vom Tier verwertet wird. So wird das Geweih entweder Kauknochen für Resi oder Wanddeko. Hauptsächlich große Erinnerungen verbinde ich auch mit diesem Dammspießer. Dammspießer sind sehr junge Dammhirsche. Und das war mein allererster Ansitz, den ich wirklich komplett alleine gemacht habe. Da war keiner in der Nähe auf einem anderen Hochsitz oder so, ein anderer Jäger, der mir hätte helfen können. Daran erinnere ich mich sehr, sehr gerne. Das war quasi meine Feuertaufe als Jägerin. Aber auch wenn mal nichts mit nach Hause kommt, ist das halb so wild. Das ist ja mein kleines Stückchen Glück, was ich da draußen im Wald dann immer finde. Und so ist jede Jagd erfolgreich, auch wenn die Rehe wieder mal zu scheu waren. Ja, und wir gehen jetzt auch auf die Jagd, und zwar nach wärmeren Temperaturen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, heute Morgen war es ein bisschen frisch hier. Ja, guck mal, oder? Hier, die Schülerinnen und Schüler haben wir gerade gesehen, die haben auch Jacken an. Oh, ja. Im Sommer. Aber unser Mann fürs Wetter ist Thomas Ranft. Jetzt mal ganz schnell plus 20. Dazu und dann sind wir wieder zufrieden. Ja, also ich kann es nachvollziehen, mir ist es auch gerade frisch. Aber wir sind gar nicht so dramatisch zu kalt. Es ist ein bisschen zu kühl für Juli. Aber also wenn wir in Richtung Rekorde denken, müsste es noch deutlich kälter sein als das, was wir momentan haben. Hm. Von daher habe ich ein paar schöne Temperaturen für euch. Guck mal hier. Das sind allerdings keine Lufttemperaturen. Ja. Wir hatten es ja heute schon mit Seen hier im ersten. Also mehr als einmal habe ich gedacht, ich mache ein paar Wassertemperaturen. Oha. Und also, ich weiß nicht, schön aus, ehrlich Luft. Gesagt. Ja, also hier zum Beispiel 18 Grad Ostsee bei Kiel. Gut. Gut, da muss man schon, also es gibt ja Neopren. Ja. Ne? 17 bis 19 Grad die Nordsee, geht so. Die 20er Werte, das ist mir eigentlich lieber. Und das sind die ganzen Seen in Deutschland. Mhm. Ja. Was ist das für einer? Berlin, Wannsee. Der Wannsee natürlich, jawoll, der Wannsee, 23 Grad, Grad, ja, das zum Beispiel, 22 Grad, der Maschsee, ja, also mitten in Hannover, der ist ja gar nicht so tief, 2 Meter nur ungefähr, ja, also da, das erwärmt sich auch gut, das ist ein ganz besonderer See, der Senftenberger See, ja. Das ist der größte künstlich angelegte See in Deutschland, das war früher Kohleabbaugebiet, 1300 Hektar, also ein Riesending, ganz klares Wasser, 25 Meter tief. Aber nicht künstlich erwärmt, das Wasser. Nein, nicht künstlich erwärmt, aber das ist wirklich also ein ganz tolles Wasser dort. Warte, das nächste weiß ich, Edersee. Das ist der Edersee, natürlich. Ich hätte jetzt Biggesee gesagt. Nee. Das ist der Edersee, der nicht nur touristisch genutzt wird, sondern auch das Wasser ist wichtig, damit die Weser schiffbar bleibt. Also wird immer abgelassen, dass man da noch Boot fahren kann. Das guck mal hier ist ein sehr schöner See. Das müsstest du doch wissen, oder, Marco? Das ist Rheinland-Pfalz. Ja, Rheinland-Pfalz. Das ist nicht so. Eifel, das ist der Lachersee. Okay. Das ist ein ganz besonderer See, also nicht nur, dass er 31 Meter tief ist, sondern das ist die Caldera eines alten Vulkans. Also eine tolle Landschaft und da blubbert es in Teilen des Sees auch, weil das noch ein bisschen aktiv ist, dieser Vulkan. Da kommt CO2 also noch raus, Kohlendioxid. Toll. Dann natürlich das Bayerische Meer, der Chiemsee. Der Chiemsee, 25 Grad und das Schwäbische Meer,
22 also Grad der Bodensee. Willst der du Boden uns jetzt See. Damit sagen, geht alle ins Wasser, da ja, ist viel wärmer als denn, draußen. So, um zum Wetter zu kommen, in diesem Bereich ist die Lufttemperatur 15 bis 19 Grad. Das heißt, hier in der Nordhälfte Deutschlands kriegen wir überhaupt die 20 Grad nicht hin. Ja. Hier unten 25 Lufttemperatur. Ansonsten also ist das Wasser doch häufig wärmer als die Luft. Und ich kann auch noch ein bisschen Wetter anbieten. Oh, nee, nicht im Norden. Wollen wir gar nicht. Wolken und... Hoppala, da siehst du, fällt die Sonne schon hin. Ein Zeichen. Ein bisschen Sonne. Sonne setze ich dazu, okay. Aber immer wieder Schauer in der Nordhälfte. Das zieht ja gerade rein, den ein oder anderen Schauer gibt es schon und vielleicht auch noch mal mit einem Gewitter. Mhm. In der Mitte, oder besser gesagt in der südlichen Mitte, so von Rheinland-Pfalz bis rüber nach Franken, haben wir freundlichen Sonne-Wolken-Mix. Und im Süden, da kann sich es an manchen Stellen, gerade so südlich von München, auch mal einregnen. Ja. Heute. Wir sind ja gerne draußen, muss ich sagen, ja. Ne, mit der Sendung. Ja. Haben wir diese Woche eine Chance, dass das auch so bleibt? Hier tun sich schon so ein paar Regenwolken auf über Düsseldorf? Also, ich würde dann schon mal an eine Jacke denken und es kann sein, dass wir vielleicht auch mal einen Schirm brauchen. Okay. Haben ja, wir dann. Da. Machen wir. Vielen Dank, lieber Danke, Thomas. Wir haben erfahren, du wohnst ein bisschen ländlicher. Ja. Was macht das für dich aus, jetzt quasi auf dem Dorf, sage ich jetzt mal, zu wohnen? Also, ich mag ja auch die Stadt, von daher in der Nähe einer Großstadt, aber auf dem Land, wenn man da über die Straße geht, da wird noch gegrüßt, da tuckert man einen Traktor vorbei. Kinder können draußen spielen, einfach so, man muss sich nicht nervös machen. Also das ist schon, ich mag das. Ja. Und wir haben noch einen Dorffan, den wir jetzt am Telefon begrüßen. Und zwar ist das Heidi Grafe aus Bavenhausen im Kalletal. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Was macht Ihr Dorf aus? Unser Dorf ist einfach nur schön, weil wir hier leben können, wie wir möchten. Wir haben tolle Nachbarn, wir haben Wiesen, wir haben Felder, wir ernten selber, wir machen Heu selber. Wir züchten Tiere selber, die wir dann natürlich dann auch zum Schlachten geben. Also es ist einfach nur wunderschön. Es klingt so nach Freiheit. Ja, es ist ein Stück Freiheit. Hm. Es ist wirklich, Sie sehen ja die Bilder, es ist einfach nur wunderschön. Das ist lebenswert, das ist einfach nur schön. Man hat tolle Nachbarn, man kann rausgehen, wann man möchte. Es ist einfach nur, ja... lebenswert. Das klingt schön, ja. Ja, und die Großstadt ist auch keine Alternative, hören wir so daraus. Nein, überhaupt nicht mehr. Nein, nein. Ich habe eine Zeit in der Großstadt gelebt. Nein, ich möchte das nicht mehr. Ganz kurz noch, wie viele Einwohner hat Bavenhausen ungefähr? So circa zwischen 850 und 900. Okay, das ist schön. Jetzt kommt Bewohner 901 noch dazu. Diese Ente wird bei Ihnen einziehen. Ja? Eine neue Dorfbewohnerin, wenn das okay ist. Noch ein Tier. Toll, unser Garten. Die dann aber nicht geschlachtet werden darf. Das müssen wir jetzt erst sicherstellen. Nein. Die werden wir nicht essen. Okay, vielen Dank für Ihre Erzählungen und Dankeschön. Viel Spaß weiterhin in Ihrem Dorf. Dankeschön. Pflanze umgefallen, jetzt wird's windig. Wir machen ganz schnell, danke nochmal Thomas, wir machen ganz schnell Promi-Nachrichten hier Spot an. Ich heb die Pflanze wieder auf. Ganz schnell wieder auf. Nanu, was macht der König von Mallorca in den Studiokulissen der ARD-Serie Rote Rosen in Lüneburg? Er ist beim Fantag der Telenovela und feiert dort mit rund 4000 Fans auf dem Studiogelände. Ob sowas steht, das erlebe ich sonst nie. Vier Folgen lang spielt Jürgen Drews sich selbst. Ab morgen bei Rote Rosen. Dann mal Drews ganz anders als sonst. Und ich muss sagen, es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Doch mit dem Singen wird er sicher nicht aufhören. Eine Nacht mit dir im Baumhaus. Eine Nacht mit dir allein. Archibald Harrison Mountbatten Windsor, kurz Baby Archie, ist am Wochenende in kleinem Kreise getauft worden. Archie trägt eine Replik des Taufkleides, das auch sein Papa Prinz Harry getragen hat. Kritische Beobachter wollen aus dem offiziellen Tauffoto herauslesen, dass Kate und William etwas verkrampft reinschauen. Reine Interpretationssache. Fest steht, die Queen war aus Termingründen nicht dabei. Und viele Briten waren traurig, dass Meghan und Harry die Öffentlichkeit von der Taufe ausgeschlossen haben. Baby Archie wird das sicher nicht den Schlaf rauben. Wie die Mona Lisa, aber mehr als diese, lächelst du mich an bei Tag und Nacht. So, wenn es den Krieg nicht gegeben hätte, wäre ich Komponist geworden. Doch es gab den Krieg und Arthur Brauner wurde Filmproduzent. Wenn man den Film ehrlich liebt, also richtig vom Herzen liebt, ja, dann lässt er einen nicht los.
Rund 300 Filme hat Atze Brauner seitdem produziert und mit den großen Schauspielern der Branche gearbeitet. Es war ein Mann, den man nicht vergessen kann. Er selbst hat als Holocaust-Überlebender ein Leben lang gegen das Vergessen des Dritten Reichs gekämpft. Das Wichtigste neben dem Film war ihm stets die Familie und seine lange Ehe. Wahrscheinlich würde ich sagen, wenn man in Frieden erlebt, dass man mit einem Partner zusammenlebt 50 Jahre und kann zusammen mit den Kindern, Enkelkindern, die goldene Hochzeit feiern, ist das wahrscheinlich das schönste Erlebnis. Gestern ist Filmlegende Arthur Brauner nur wenige Wochen vor seinem 101. Geburtstag gestorben. Ja, Spot aus. Wir machen aber noch mal kurz Spot an. Wir haben nämlich noch einen echten Hotspot für Sie. Bei Monika Deichmann ist der. Und da kommen auch gerne mal Promis hin. Ne? Sie hat ein Café und da gibt es Kaffee und Kuchen nicht to go, sondern to boat. Sonne, Wasser, Wochenende. Das heißt Höchstbetrieb für Monika Deichmann. Hallo, guten Tag. Was darf sein? Sie war vor 10 Jahren die Erste, die diese Marktlücke entdeckte. Mittlerweile ist das Küchenfenster ihres Cafés die Anlaufstelle für Freizeitpaddler. Dankeschön. Wir sind ja auch in den ausländischen Reisezeitschriften drin. Aus Shanghai kam ein Boot und hielt hier an, haben gesagt, wir kommen aus Shanghai. Wir haben in Shanghai gehört, wenn Sie nach Hamburg kommen, müssen Sie in diese Luke und müssen sich einen Bratwurstkuchen holen. Und das haben die gemacht und das ist natürlich toll. Hunderte von Kapitänen versorgt sie hier an sonnigen Tagen. Für Kuchen, Kaffee und Eis hat Monika Deichmann gerade mal 12 Quadratmeter Platz. Denn die Küche war nie als Verkaufsraum gedacht. Nun macht das Geschäft am Kanal aber rund die Hälfte ihres Umsatzes aus, auch wenn der ein oder andere Cent nicht bei ihr ankommt. Okay, ich dachte, ich habe das Geld fallen gelassen. Ja? Ja. Weiter nach vorne, komm. 20 zurück, soll ich es reinwerfen? Ja. Vielen Dank. Oh, 1 Euro und 2 Euro Stücke fallen schon mal rein, doch. Das passiert. Gerade bei der Übergabe, man sieht es jetzt. Ne? So. Ja, oh, hervorragend. Geschafft. Hamburgs Drive-In für Boote ist beliebt. Auch Prominente legen hier gerne an. Zu den Stammkunden gehörte James Last. Auch viele Schauspieler kommen gern auf ein Stück Kuchen vorbei. Und die Überraschung überhaupt war mal, dass es klingelte an irgendeinem Tag und das Wetter war gar nicht so gut. Und dann sind wir rausgegangen, haben die Tür aufgemacht und stand in Augenhöhe auf einem Support stand Jürgen Vogel. Und dann haben wir gedacht, und der war total gut drauf und, ach, und lustig. Und hier gibt es ja so tolle Sachen. Tummelig wird es auf diesem Fleckchen Wasser wohl bleiben. Für Monika Deichmann hat die Saison am Küchenfenster gerade erst begonnen. Von ihrem Rhabarberkuchen profitieren alle Kanalbewohner. Denn irgendwo fällt immer etwas ab. Sehr schönes Café. Finde ich auch, ja. Da, in Hamburg. Wassertemperatur sehr nicht gut. Ganz so toll, Thomas, ne? Aber das hatten wir ja schon. Wir haben Sie heute nach einer bestimmten Sommerblume gefragt und wir lösen jetzt mal auf, welche das denn war. Das sehen wir jetzt mal hier im Bild. Waren ja erstmal nur einzelne Kacheln zu sehen. Und jetzt sieht das so aus. Es ist die Petunie. Und das hat gewusst Birgit Hagel aus Mühlhausen. Sie bekommen einen Blumentopf von uns von Live nach 9. Zwei sogar. Im Doppelpack gibt sie. Und natürlich den passenden Samen dazu von der Petunie für den Sommer, damit es noch schön sommerlich wird. So, morgen dann die nächste, ne? Ja, genau. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen über Sommerblumen und Dekoration, dann sind Sie gut aufgehoben bei den Kollegen vom ARD Buffet. Ab 12.15 Uhr widmen die sich den Tontöpfen und wie man die schön gestalten kann mit Sonnenblumen. So, danke Thomas, danke Ihnen fürs Zuschauen und bis morgen. Bis schönen morgen. Tag. Tschüss. Tschüss. Haben wir das noch?